minister-president, Frau Hasselhoff, meine Damen und Herren. Meine Frau und ich möchten Ihnen danken für den besonderen gastfreundlichen Empfang hier in Sachsen-Anhalt, in der großartigen Stadt Wittenberg. Heute Nachmittag haben wir gemeinsam die Schlosskirche besucht, die Wiege der Reformation. Unser Land wurde nachhaltig von der Reformation geprägt, auch wenn es von allen Johannes Calvin war, der uns seinen Stempel aufdrückte und nicht Martin Luther King. Aber das tut der großen historischen Bedeutung dieser Stadt, auch für Niederländer, kein Abend. Ich wünsche Wilhelm Alexander der Niederlande auf das Wohl Ihrer Majestät Königin Maxima der Niederlande, auf das Wohl des niederländischen Volkes und auf die Freundschaft zwischen den Niederländern und den Deutschen, aber vor allen Dingen auch zwischen den Niederländern und den Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhaltern. Zum Wohl, alles Gute.